So, mein Name ist Eberhard Fuhr, ich bin der Kreisfeuerinspekteur hier im Landkreis Birkenfeld und bin der Gesamteinsatzleiter. Ja, das Ganze ging gestern Abend los, so gegen 17 Uhr. Normal, ganz normale Gewitterzelle, die wir halt auch beim Deutschen Wetterdienst gemeldet bekommen haben. Und dann auf einmal ist das Ganze in Lila gekommen, also für uns die höchste Alarmstufe. Und dann kam natürlich da oben die Brühe runter ohne Ende, aber war erstmal begrenzt auf 4 Ortschaften. War noch einigermaßen erträglich, dann können durch die Einsätze raus, Keller vollgelaufen, wie es üblich ist, weil wir sind hier immer so ein bisschen hochwasserbelastet oder auch durch Niederschläge, das ist eigentlich nichts Neues für uns. Aber dann wurde das so intensiv, dann haben wir da oben auch beim Autofahren keine 200 Meter mehr gesehen, also diese Regenlast, die war enorm. Sowas haben wir in den ganzen Jahren noch nie gehabt. Dann war gleichzeitig hier in Herstein ein größerer Brandeinsatz bei einer Firma, wo eine Maschine gebrannt hat und die Feuerwehr ist dann ausgerückt. Hat das alles gelöscht und eine halbe Stunde später wollte sie zurück zur Feuerwache und dann ist hier hinten herüber, ist dieser, also hier einmal der Fischbach von hier und einmal da hinten. Alles, was da sich im Hunsrück, im Hochwald oben abgeregnet hat, ist hier mit einer enormen Geschwindigkeit abgeregnet und hier runtergelaufen. So dass wir gar keine Zeit hatten mehr, die Fahrzeuge wegzufahren. Die Feuerwehrfahrzeuge konnten wir retten, aber die Fahrzeuge der Einsatzkräfte, die eigentlich mit dem Privatfahrzeug ja zum Feuerwehrgerätehaus fahren, konnten die Autos nicht mehr wegfahren. Und das ist, man kann sagen, von null Wasserstand auf 1,40 Meter in 12 Minuten. Und da haben sie keine Zeit mehr, irgendwas zu bergen, das funktioniert nicht mehr. Und dann ist durch die Wassermasse natürlich wie das Tal hier gewesen, durch engen Flaschenhals komplett Richtung Fischbach runter und hat halt eben die beiden Ortschaften hier komplett verwüstet. Man sieht das ja überall noch, die Schäden hier sind wirklich enorm. Die gehen, meine Begriffe, in die Millionen. Genauer Schadensanalyse wird noch getan, aber es ist unglaublich viel kaputt gegangen. Allein hier im Bereich herrscht dann an die 40 Fahrzeuge, inklusive der von den Feuerwehrangehörigen und in Fischbach normal mindestens 50 Fahrzeuge. Total zerstört, also überhaupt keine Rettung mehr, da irgendwas zu machen noch. Glück im Unglück, keinerlei Verletzten. Wir haben dann gestern Abend schon so gegen 20 Uhr angefangen, haben Einsatzkräfte von außerhalb hinzugezogen, weil wir schon wussten, dass es länger wird, dass es länger dauert. Und haben dann an die 450 Einsatzkräfte gestern Abend so bis 21 Uhr hier gehabt. Ja, mein Eindruck ist natürlich, dass die Wucht des Wassers wirklich unglaublich ist und dramatisch auch ist. Und ich kann nur sagen, Chapeau vor den ganzen Leuten hier, die jetzt seit anderthalb Tagen wirklich hier wirklich schaffen und schuften und ganz viel schon von dem ganzen Dreck weggeräumt haben. Aber natürlich ist ganz viel Sachbeschädigung, ganz viel Zerstörung durch das Wasser. Es ist ein großes Glück, dass Menschen nicht verletzt worden sind, aber natürlich ist es für jeden, der betroffen ist, auch eine sehr dramatische Situation. Ja, wir haben jetzt gerade sehr kurzfristig beschlossen, dass der Staatssekretär im Innenministerium ein bisschen die Koordination übernimmt. Wir können bei den öffentlichen Gebäuden natürlich helfen, das werden wir auch tun, ob es das Gemeindehaus ist, das Feuerwehrhaus ist. Wir werden gucken, dass wir bei Schule, Kita auch unkomplizierte Lösungen finden. Bei den privaten Sachschäden wird man schauen müssen, da ist es immer diese Frage, was ist versichert, was ist nicht versichert, aber wir wollen da auch unbürokratisch vorgehen und mit dem Landrat habe ich auch besprochen, dass es gut ist, wenn es einen Spendenaufruf gibt, weil es ist immer so, dass manche Menschen dann doch nicht an der richtigen Stelle versichert sind und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach unkompliziert auch helfen kann, auch über Spenden.